Morgen, ihr Lieben. Heute melde ich mich mal, weil irgendwie hat es mich so gedrängt und ich habe irgendwie gedacht, ich möchte heute mal was sagen und heute mal sprechen und euch ein bisschen teilhaben lassen, was so die letzten Wochen mich beschäftigt hat, durch meinen Kopf gegangen ist. Von meinen Prozessen will ich euch erzählen, von dem, was mich umtreibt, was mir auch Sorgen macht und womit ich auch immer wieder zu kämpfen habe. Ich will besonders die ansprechen, die irgendwie die letzten Wochen als sehr frustrierend erlebt haben, die total an ihre Grenzen gestoßen sind, noch viel härter, als sie es vorher tun, die enttäuscht worden sind, die enttäuscht waren, vielleicht von sich selber, vielleicht von der Gemeinde, vielleicht von uns als Leitung, die sich mehr erhofft haben, klarere Wegweisungen oder tollere Botschaften oder mehr kümmern um die Einzelnen. Die einfach nicht so recht ihren Weg vielleicht mehr finden oder so das Gefühl haben, sie stolpern so durch ihren Alltag. Wenn das alles auf dich überhaupt nicht zutrifft und du denkst, boah, ich finde die Corona-Zeit super und alles ist entschleunigt und gut, es hat mir so gut getan und ich blühe und lebe wie nie zuvor, dann gratuliere ich dir, das ist wirklich super. Dann kannst du das Video auch gleich wieder ausschalten, weil dann betrifft es dich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hast du auch Lust, noch ein bisschen zuzuhören. Das, was ich euch sage jetzt, das sage ich auch mir. Wahrscheinlich in erster Linie ist diese Botschaft oder dieses Gedankenteilen für mich, aber irgendwie habe ich dieses Gefühl oder die Hoffnung, dass es den ein oder anderen von euch auch anspricht und wir so miteinander verbunden sind und einfach Leben miteinander teilen können. Ich habe die letzten Wochen ganz stark gemerkt, wie sehr ich aus dem Tun lebe und eben nicht aus dem Sein, auch wenn ich immer denke, doch, das hast du doch jetzt. Du bist Gottes Kind, du bist Gottes Tochter, du bist geliebt, so wie du bist und das ist dein Wert und das ist einfach schön, dass es dich gibt. Und es gibt Tage, da kann ich das besser annehmen und leben und glauben. Aber die letzten Wochen in dieser Corona-Zeit war das für mich extrem schwer. Ich habe gemerkt, wie stark ich doch von dem lebe, was ich leiste und wenn ich etwas tue und wenn ich Lösungen habe und Dinge regeln kann. Und wenn das alles nicht mehr geht und ich so völlig auf mich zurückgeworfen bin und nur mit mir bin und wenig Gemeinschaft mit anderen habe, gar keine Aufgaben, keine Termine, die von außen gesetzt sind, keinen Rhythmus. Was ist denn da noch von mir übrig? Was ist noch von meinem Glauben übrig, von meiner Gottesbeziehung, von meinem Vertrauen, wenn die Gemeinschaft und alle Termine und alle Aufgaben und so weiter, wenn das wegfällt? Also ich spreche jetzt nicht von den beruflichen Herausforderungen, die für viele von uns und für mich auch sicher in den letzten Wochen angestiegen sind. Also wie sich meine Arbeit als Lehrerin verändert hat und was ich die letzten Wochen Neues gelernt habe, das hätte ich vorher nie gedacht, dass das so sein würde. Und das ist auch echt gut. Also mein Horizont ist wirklich erweitert worden auf der anderen Seite. Und auch wenn das sehr komisch ist, die Schüler nur per Video zu sehen oder gar nicht mehr zu sehen, nur noch zu hören. Genau. Aber jetzt wieder zurück zu uns als Gemeinde oder zu mir als Kirsten im Lenkrad. So. Einerseits bin ich erleichtert gewesen auf der einen Seite. Ich muss nichts mehr machen, ich habe keine Termine, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin völlig rausgenommen, ich kann jetzt gar nichts drehen oder irgendwie managen oder was auch immer. Und andererseits habe ich ein super mega schlechtes Gewissen bekommen und der Druck stieg in mir an. Wie hältst du jetzt die Gemeinde zusammen? Du musst irgendwas tun. Wie erreichst du die Leute weiter? Was machst du? Was gibst du ihnen weiter? Wen rufst du an? Und ich kam mir so hilflos vor und so
so als ob ich nichts zu geben hätte. Und ja, also ich wusste auch nicht, ich habe mich permanent überfordert gefühlt und ich habe immer diesen Druck gehabt, jetzt du musst es retten und du musst es machen. Und ich habe gemerkt, wie diese alten Muster, dieses Tun und dieses du bist verantwortlich, jetzt kommt es auf dich drauf an und so weiter, ganz stark in mir hochgekommen sind und mich wirklich belastet haben. Und auf der anderen Seite, ich aber irgendwie auch unfähig war, irgendwas zu tun, wie gelähmt. Also ich war innerlich so auf Hochtouren, aber es ging nicht in irgendeine Aktion. Ich war gleichzeitig wie gebremst, so. Genau. Und dann auch dieses Gefühl, ich habe doch gar nichts. Was soll ich denn schon weitergeben? Ich habe gar nichts zum Weitergeben. Und das ist nicht erwähnenswert oder so. Oder kein Mensch interessiert es, was du zu sagen hast. Also ganz viele so negative, entmutigende Stimmen in mir drin. Und diese tiefe Angst, nicht zu genügen, überflüssig zu sein. Völlig egal, ob du da bist oder nicht, ob es dich gibt. Also völlig wurscht. Also da war ich so auf dem Tiefpunkt, ja, als ich das so gedacht habe. Und du bist doch leer, kein Wert. Was erfüllt dein Herz eigentlich? Gar nichts. So, du hast nichts, du bist nichts. So, also das klingt jetzt echt dramatisch und zwischenzeitlich ging es mir auch so und ich habe echt nur noch geheult und fand es echt ätzend. Und habe aber dann gedacht, ja, aber so ist es auch, gell? Das ist alles auch in mir drin. Und dann kam mir aber doch so auch der Gedanke, ja, und aber letztendlich, um was geht es im Kern? Was ist es eigentlich? Und eigentlich ist es tatsächlich doch diese Sehnsucht, dieses Loch in unserem Herzen, in meinem vielleicht sehr groß, einfach geliebt zu sein, so wie wir sind, ohne Leistung. Und ich habe gedacht, ich bin nicht geliebt. Ich muss jetzt tun, 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 damit ich eine Existenzberechtigung habe. Und es ist einfach Quark. Das ist einfach blödsinnig, ja. Und ich glaube, jeder Mensch tut durch das, was er tut oder wie er lebt oder was weiß ich, ja, das entspringt aus diesem rausgeliebt zu sein oder geliebt zu werden. Und unsere tiefste Sehnsucht ist, einfach geliebt zu sein, geliebt zu werden, nur weil es uns gibt. Zunächst mal ohne Tun. Ich glaube, dass dieses Loch bei uns Menschen unterschiedlich groß ist. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Video angeschaut hat, wo der Jugendhauskreis ihr Gespräch aufgenommen hat und der Levi, da ging es ja um Wertschätzung und da hat der Levi dieses Bild von dem Eimer benutzt, wo Wasser reingegossen wird. Also es kann Wertschätzung von anderen Menschen sein, aber dieser Eimer hat keinen Boden oder dieser Boden hat ein Loch und so fließt es immer durch und dieser Eimer kann nie voll werden. Und ich denke, dieses Loch in dem Eimer ist unterschiedlich groß bei jedem von uns. Und wir, ich glaube, die wenigsten, ich weiß es nicht, ob es das überhaupt gibt, dass dieser Boden dicht ist und wir wirklich unseren Eimer, unser Ich, unser Leben so füllen lassen können mit Liebe und mit allem, was wir haben, dass es übersprudelt, wir genug haben. Und auch noch übersprudeln für andere Menschen und sie segnen können damit. Genau. Wir haben sicher unterschiedliche Methoden, um dieses Loch in unserem Eimer zu füllen. Aber ich merke für mich, ich kann mein Loch nicht stopfen. Und auch die Anerkennung von anderen stopft dieses Loch nicht. Sondern mir hilft es, wenn ich es denn tue, mir wirklich jeden Tag bei Gott bewusst zu werden. Gott, du hast mich gewollt, du hast mich geplant, du liebst mich einfach, weil ich bin und weil ich da bin. Und nur dann kann dieser Boden eingezogen werden und dieses Loch zugehen, sodass mein Eimer wieder gefüllt werden kann mit Gutem und mit Segen von Gott, der dann weiterfließen kann. Und je größer dieses Loch in meinem Eimer ist,
umso schwerer ist mein Leben und umso mehr muss ich mich anstrengen und tun und machen und leisten. Wir hören in letzter Zeit auch viel vom Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist so biblisch, weil das heißt eigentlich, du bist Mensch und du bist geliebt. Punkt. Du bist Mensch und du bist geliebt. Punkt. Einfach, weil du Mensch bist. Und es gibt keine Menschen, die mehr wert sind oder weniger wert sind oder irgendeine Abstufung. Du bist Mensch und du bist geliebt. Das hat Gott so geplant von Anfang an. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und erst danach kommt unser Tun. Das ist unser Stand. Und dabei ist mir doch bewusst geworden, es macht eben doch einen Unterschied. Es ist nicht egal, was du tust oder lässt, auch bei mir. Es ist nicht egal, ob ich den anderen anrufe, ob ich an ihn denke oder nicht, ob ich eine E-Mail schreibe oder nicht, ob ich ein klares Wort spreche oder nicht, ob ich mich traue, Dinge zu sagen, die mir wichtig sind, ob ich vergebe oder nicht, ob ich Liebe weitergebe, wie auch immer oder nicht. Es macht so einen Unterschied und es geht nichts verloren, was aus Liebe getan wird. Das ist auch eine biblische Wahrheit. Gott sieht das alles und es ist nichts verloren, was wir aus Liebe tun für andere. Ich möchte euch den Römer 8 vorlesen. Verse 31 bis 39. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Auch meine eigene Stimme in mir nicht. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott aus erwählt wurden, du und ich? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Jesus Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Ich möchte diese Liebe täglich aufnehmen, mir bewusst sein, dass ich geliebt bin und sie weitergeben. Ich möchte mich korrigieren lassen, ich möchte vergeben, großzügig sein. Meine Schwächen zeigen, so sein, wie ich bin, die Kirsten sein, die ich eben bin. Und ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun. Sei du der oder diejenige, die du bist. Und sei ein Segen für andere. Wir können uns in der Gemeinde jetzt gerade nicht sehen, aber eigentlich findet Gemeinde auch nicht in der Gemeinde statt, sondern da, wo wir sind, in unserem Umfeld. Und da hat uns Gott hingestellt als Licht und Salz. Und natürlich vermissen wir es vielleicht, dass wir uns nicht sehen können, nicht miteinander singen können. Ich vermisse das sehr und sollten wieder Gottesdienste jetzt stattfinden.
mit den jetzigen Vorgaben gerade, oh, kann ich mir das gar nicht so richtig gut vorstellen, mit so viel Abstand und mit Zeitbegrenzung und keine Lieder zu singen. Das ist für mich kein Gottesdienst, so wie ich ihn mir wünsche. Aber Gottesdienst findet da statt, wo ich bin, jeden Tag. Und dazu will ich dich einfach ermutigen. Lass dich nicht abhalten, ein Segen zu sein für andere. Und so wie ich diese Stimmen schon wahrgenommen habe und wahrnehme in mir und auf dem Weg bin und suche, wie das gut werden kann, so will ich doch dranbleiben. Und ich weiß im Tiefsten, ich bin von Gott geliebt und ich brauche diese Liebe. Und da will ich auch nicht weggehen von und sie woanders suchen, denn ich werde sie nicht bekommen. Da, wo ich suche, finde ich sie nicht, sondern ich bin Gottes Kind, Gottes Tochter. Du bist Gottes Sohn oder Gottes Tochter. Und das ist deine Identität. Genau, und mach das ganz neu fest einfach. Und ja, Gott ist treu. Der wird uns führen bis zum Schluss. Genau. Und jetzt kommt noch ein Lied und wenn du es kennst, kannst du gerne mitsingen. Bis bald. Tschüss. Drama.